Und es geht los mit dem Spiel. Die First Round, erste Halbzeit. MTW startet auf der T-Seite. Haben sie auch gestern gestartet und 10 Runden geholt, wie ich es eben gesagt habe. Straven zusammen mit RDL unterwegs. Damit von der Sitzverteilung her die beiden ganz Außenspieler. Sehr weit gesplittet jetzt also. Ja. Aber sie im Schacht. Oh, Mitte schon gut Damage gesetzt, aber gegen beide. Benny und Steel Low. Asmo auch nur noch 53. Geht in Deckung. Adi, ihr habt Backstep. Adi, ich smoke A. Oh, Mantis sagt da schon an, dass es hier vermutlich A geht. MTW nimmt da sehr verzögert ein. Mantis, pushen sie gegen. Oh, schön gespielt. Oh, von Mantis kriegt noch einen zweiten, aber dann ist MTW drauf auf Spot. Steh muss da jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen, aber die Bombe gelegt. Jetzt wartet er auf Tesla Trooper. Osi auf. Und Ste hat's gesehen, wo sie reingehen. Tesla kann jetzt rumschieben. Spottet keiner direkt zu ihm. Oh, und Ste fällt. Und das muss jetzt die Pistol sein. Ja. Jawohl. Und MTW holt sich die erste Pistol. Und wieder der negative Gedanken im Kopf eingepflanzt jetzt bei Faculty. Dritte Pistol für das Team von MTW. Und auf der T-Seite sind sie schon so stark. Ja. Spielen auch sehr abgeklärt. Jetzt Anti-Echo. Und Faculty geht dann nicht. Ja, doch, gehen auf Deagles. Eine USP gesehen. Asmo, der Move von ihm eigentlich auch nicht ungewöhnlich, bekannt immer wieder. Dass er da sehr gerne mit der Deagle vorgeht. Macht aber auch den Fracking-Stil. Sieht noch einen zweiten, kriegt er noch. Jetzt muss er da wegziehen. Mantis hat Schacht safe, von daher kann er ansagen, wenn was kommt gegen Asmo. Los. MTW baut neu auf. Positiv. Jetzt geht's wirklich gegen Tesla Trooper. Nuki gegen Steh gleich. Ja, sie haben aber nicht genügend Informationen. Benny deckt Schacht ab, Steh steht auch Richtung Mitte. Asmo nimmt den nächsten Kill, jetzt vielleicht Steh und er macht es! Holt hier Faculty die Anti-Eco. Straven im Bedrängnis, Straven unter Beschuss. 86 noch bei ihm. Und drei Mann warten noch. Jetzt kommt Dizzy vor. Dizzy steht da. Bleibt weg. Ja. Aber auch Faculty ganz gesplittet. Also wenn Dizzy fällt, kann die Runde nochmal wirklich eng werden. Aber Dizzy jetzt mit einem guten Laufweg. Und Dizzy ist drauf und es ist die Anti-Eco. Faculty holt sich hier die Sparrunde 1-1 und MTW muss jetzt hier wieder in die Spar gehen. Ganz starkes Spiel von Asmo in der Mitte. Macht gleich den Fracking-Stil, kann dann verspätet noch einholen. So, und jetzt wird da Asmo kurz gecheert aus dem Publikum. So, und jetzt nicht verspielen, nicht verzocken da. Gibt komplett Mitte Go, abgesmoked. Benny steht da aber in der Mitte, steht aber ganz offen. Ja. Wer hat den geholt? Was macht er da? Wie versteinert stand er da gerade? Kein Move. Steel gegen Asmo, beide low geschossen. Steh ist aber auch schon da wieder Richtung Connector. Deckt jetzt auch Mitte mit, Asmo geht wieder mit auf A. Ja, und Steh bekommt den Kill. Asmo ganz defensiv schaut er da Richtung Kurz. Steh wurde aber gesehen. Hat auch den Frack gemacht. Jetzt aus dem Schacht. Jetzt Osi macht ihn von der Seite. Und Osi Lars kriegt noch einen zweiten hier. Kann er da vielleicht noch mehr Waffen holen? Das kostet alles Geld gegen Faculty. Tour deswegen Tour. Könnte MTW da direkt nachkaufen. Weil man weiß, dass Faculty nicht viel Equip haben wird. Oh, er hat noch einen gesehen. Oh. Wieder gutes Movement, guter Laufweg. Und jetzt 1-on-2-Situation, jetzt der Nachteil hier für Faculty wieder. Gibt man die nächste Anti-Eco ab. Dizzy kriegt ihn, aber dann kommt Osi rum, das ist Osis Runde.
Und das 2:1. Osi, wie viel hat er gemacht da? 4 Fracks. 4? 4 Fracks gegen Steasmo, Tesla und Disruptor. Starke Runde, jetzt ist die eine Eco wieder abgegeben worden. Und jetzt ist Faculty wieder broke im Kopf. Im Kopf und auch money-technisch. Was für ein Spiel. Also zwei das, das ist, was noch gefehlt hat hier auf beiden Maps. Genau. Aber meine Güte. Also hier ist heute wirklich alles dabei. Das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, ist eine Overtime. Und ein Ace. Und ein Ace. Asmo probiert wieder den gleichen Move. Diesmal fällt aber. Steel ist da, kriegt ihn. Benny ist aber auch gleich wieder da. Das Raven über Tür raus. Jetzt wartet er auf seine Mates, bis es dann kurz durchgeht. Ja, Mitte fällt der Frag nicht, dauert zu lange. Dann Nuki mit dem Kill. Ozi ganz weit defensiv abgeaimt. Und Dizzy und Stee, die beiden letzten. MTW hat alle Möglichkeiten offen und schiebt auch über die Mitte zu B rüber. Ja, Stee dürfte das jetzt auch gleich sehen. Ja. Ja, kommt da wie Darkwing Duck aus der Smoke raus. Kann aber ein paar Hits setzen, einer noch low geschossen. Aber das dürfte MTW eigentlich nicht abgeben. Also nicht mal eigentlich. Dafür wette ich hier dein Ticket nach Bangkok drauf. Da hast du mir noch einen. Nuke jetzt auch noch low geschossen. Aber ich glaube, sie wollen nur noch die Waffen abgreifen. Ja. Sektor sicher. Oh, diese schöne Headshot noch. Dann aber Nuki da mit dem Kill und Steh, last. Kriegt er vielleicht noch eine Waffe. Aber es kommt keiner mehr zu ihm. Terroristen gewinnen. Oh, zieht nochmal rein. RDL, aimt aber drauf. Ja, kriegt da nichts mehr. Ja, 3:1, die Führung für MTW. Das wäre jetzt der normale Spielstand nach der ersten Equip für Faculty, aber so war es nicht. Ja, aber Faculty wird deswegen wieder zu einer Eco gezwungen. Ja. Ja, und dann sind es schon 4 T-Runden, die man da hergeben muss. AE ist ein bisschen zu früh. MTW geht die Mitte mal sehr langsam, sehr spät an. Die macht man weiß, Asmo ist immer irgendwo vorne in den Ecos. Von da gut umlaufen von MTW. Schön drauf reagiert. Benny macht es. Ja, kann da ansagen, dass da noch mehr kommt, beziehungsweise jetzt wieder zurückgeschoben und Mantis, ja, kriegt die AE in die Fresse und Disruptor weit runtergeschoben. Nur noch die Dölgers am Leben, aber auch noch ziemlich weit auseinander. Dizzy mit dem nächsten schönen Headshot, Tesla fällt währenddessen. Er wird jetzt die Waffe saven gehen. Wenn es ihm gelingt. Ja, aber es wird vielleicht schon noch mal über Tür. Ja? Ich glaube nicht mal mehr der Leiter-Move. Oder war nur angefaked? Ja. Wird er geholt. 4. Runde MTW. So, wichtige Equip-Round für Faculty. Sollte seine sein. Ja, du siehst schon, Steel da sehr, sehr viel am Ansagen jetzt. Steel sehr viel am Reden. Ja, ist auch der Ansage bei MTW. Ja, Nuki versucht da auch immer wieder viel mit einzugreifen. Ist so ein Zweier-, Dreier-Gespann. Ja. Und jetzt Steel mit AWP unterwegs, setzt auch hier direkt den Kill gegen Asmo. Ja, jetzt und läuft jetzt einfach die erste wirkliche Equip von Faculty. Und Steel mit dem nächsten. Und diese AWP war heute schon so gefährlich. Und auch hier auf Season macht er bisher wieder einen guten Job. Ja, Faculty spielt fast nur gegen Steel eigentlich. Der macht so viele wichtige Dinge. Ah, der ist heute der Endgegner. Die sind noch im U, wird aber umlaufen. Boah, ist todesblind, aber Tesla Trooper kriegt da 2. Jetzt Dizzy vielleicht. Macht's mit der USP, nein. Kriegt er noch Backup, nein, auch nicht. Steel Steh. Ist jetzt da, kommt von oben und er fällt. Das war die Möglichkeit. Dizzy und Steh, wenn sie das da... Wir haben das Ace übrigens. Das erste Ace hier im Turnier. Und zwar von Steel. Los, los.
Steel wieder, wenn man auf die Tabelle guckt, wieder ganz oben. Also es ist. RDL hat einen Kill gemacht. Nein. Cheater doch. Kein Ace. Gegen Dizzy war aus der alten Runde. Zieh die Brille auf, Junge. Sorry. Okay, er hat 4 Kills gemacht, voll schlecht. Geht in Deckung. Oh, RDL, schneller Move, wird über die Tür rausgehen. Ah, geht aber auch mit dabei. Stehe aber schon ganz low vor der Tür. Wird jetzt auch gleich Kontakt haben. Ja, auch gefallen. Also, wenn mich nicht alles täuscht, wird auch gleich das Timeout kommen. Es wäre natürlich sehr früh, aber. Ja, aber. Ja, wann sonst? MTW ist im Rausch. Die haben das Momentum mit rüberziehen können von der das 2-Map. Und genauso geht es hier jetzt auch wieder weiter. Nur, dass sie diesmal vorlegen und vorlegen und vorlegen. Geht in Deckung. Oh, sie wollen da CT-Base reinpushen, sehen sich gegenseitig nicht. Tesla kommt aber auch nicht mehr weg und Disruptor gefangen da. Im U. Ja. Aber wenn er. Wurde jetzt gespottet, geht U zurück. Ja. Wird auch die Deagle safen wollen. Kriegt aber auch wieder gleich Besuch. Nämlich jetzt. Ah, und er fällt. Die Leiter ist auch ein Gegner von ihm, glaube ich. Runde Nummer 6 von MTW. 7 Runden gespielt. 8 haben wir noch auf der Uhr hier für diese erste Hälfte. Ja, und bei Faculty, es fehlt so ein bisschen die große Idee. Diese erste wirkliche gute Runde. Sie haben die Echo geholt und dann. Seit und danach war es wieder vorbei. Ja, dann hat MT wieder die Echo geholt und seitdem ist irgendwie gerade ein bisschen. Ja, es wäre aber ein sehr, sehr früher Genickbruch. Jetzt erstmal aber gegen Steel erfolgreich. Mantis kann auch Mitte dann aggressiv spotten und angehen. Mantis checkt jetzt gegen Tür. Auch das eine richtige Entscheidung. Ja, Benny macht diesmal da drauf. So, geht sofort weg. Nicht weiter mit der Tür anlegen. Hat jetzt aber noch mal ein bisschen Damage bekommen durch die HE. Oh, Mantis noch mal. Erstmal verschießt er in der raus. Mitte. Ja, aber egal, er kann trotzdem beide jetzt ansagen. Ja. Nuki und Ozi. Verschiebt jetzt aber da auch. Nuki hat da freie Bahn. Geht in Deckung. Nuki macht Asmo. Oh, jetzt geht's zurück. Nuki wird dann nochmal gesehen. Ozi wird über kurz reingehen. Geht in Deckung. Und jetzt kesseln sie nochmal wirklich schön ein hier. Ozi, unerwartet für Mantis. Disruptor muss jetzt aufpassen. Tesla nimmt mit ein. Schön, Ozi fällt und damit ist es nur noch Nuki. Und er müsste jetzt gleich gesehen werden von Dizzy, der da im U steht. Nein, er wartet ihn nicht und da ist die Waffe und da ist er down. Und das Nuki, vielleicht nochmal gegen. Bombe plant. Wird auf jeden Fall funktionieren. One-on-Two-Situation. Starkes Spiel von ihm. Nuki einfach großartig. Spielt immer mit so einer guten Übersicht. So gute Laufwege von ihm. Jetzt müssen sie es zusammen einnehmen. Smoke gegen U. Erwarten sie ihn da oben. Vielleicht kommt Nuki komplett blind. Oder auch nicht. Aber Tesla Trooper macht ihn. Steht direkt Diffuse. Und endlich ist es mal wieder eine Runde für Faculty. Runde Nummer 2. Bisschen aufatmen für Faculty. Und jetzt kann das große Comeback kommen. Oder wird Faculty jetzt hier wieder direkt angegangen und zerstört? Also wenn sie jetzt halt die Runde wieder verlieren, sind ja wieder total Money Broke und das wäre dann. Dann ist es wirklich. Nicht gut. Ne? Dann ist es wirklich fast gelaufen in der ersten Hälfte. Ja, aber eben so 7, 8 T-Runden sind schon sehr gut auf sie. Ich finde, als CT kannst du da sehr gut. Vor allem MTW, ja. Die eine gute CT-Leistung auch abliefern. Benny fällt da, ja, jetzt wieder die 2 Frags Mitte. Sie wissen, dass da nur noch Dizzy auf Spot sein kann. Wir gehen jetzt auch schnell auf den Spot drauf. Ja, und Dizzy wird gleich Kontakt haben mit RDL, holt ihn aber. Jetzt pushen sie aber da rein. Nicht zu viel Zeit verlieren jetzt. So, Dizzy macht's gut, holt nochmal viel Zeit raus. Zeit um. Ja, aber die anderen zwei sind für gefallen. Tesla und Steh, dass sie dazukommen, aber die fallen auch direkt. Dizzy die nimmt diesmal nicht die Leiter. Und direkt muss man die Runde wieder abgeben.
wieder Money Broke bei Faculty. Ja. Und ciao. Blind, kann ja nichts machen. Ozi ist da. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich. Aber schau dir mal die Stats-Tabelle an, was Steel schon wieder macht. Das ist halt. Ja, er ist einfach heute der Mann bei MTB. Ja, alle drei Maps ganz immer, oben. Aber immer oben, ne? So wie der Roman in 1-6. Ja. Macht wichtige In-Game-Runden, macht jetzt nicht so viele Clutches, also 1 und X, ja. Aber macht halt in der Runde viele wichtige Frags. Ja. Also seine AWP ist heute wirklich eine Bank und jetzt wird das erste Mal Tesla. Jetzt wird's erste Mal Tesla angegangen, da am B. Ja, und zwei Mann, eine kriegt da. Und dann aber zu lange, bis der Reload fertig ist. Ja. War aber klug gespielt von MTW, weil sie ja oft nur den großen angegriffen haben, jetzt mal schnell auf kleinen, damit rechnet halt Faculty einfach nicht. Ja. Wird auch schon überall abgedeckt. Bleibt Faculty nichts anderes übrig. Das ist Runde Nummer 8. Und dann haben wir noch 5. Das müssen wir nicht wiederholen. Es war aber schön. Jetzt wäre witzig, wenn noch ein Kommentar kommen würde. So was wie U2. Nee, Quatsch. So was sagen wir. Oh Mann, das kann die Waffe so mitnehmen in die nächste Runde. Warum nicht das Timeout nehmen? Damit die umstellen können. Ja. Also, ich weiß, es ist. Normalerweise wäre es sinnvoll, jetzt ein Timeout zu ziehen, aber im Kopf machst du es nicht, weil du hebst dir dieses Timeout auf, wenn du wirklich, ne, um das Ruder nochmal rumzureißen. Aber da muss man auch einfach diese Chance sehen und sagen, okay, wir bringen gerade nichts zusammen. Dieses Timeout ist nur jetzt wichtig. In der zweiten Halbzeit können wir es eigentlich nicht mehr gebrauchen, wenn wir jetzt zu viele Runden abgeben. Aber trotzdem behält man sich es meistens für die zweite Halbzeit, wenn dann irgendwie die 13. oder 14. Runde gefallen ist. Ja, jetzt sieht man aber, MT wird wieder schneller. Tesla Blind sprayt nur rauf. Und da hat er noch seine 4 Schuss und die kann er noch abliefern an Nuki. Ja, Tor und 5. Steel und Ozi. Da können 2 Frags fallen jetzt. Ozi macht ihn einfach in die Smoke rein, hält seinen Strahl rein. Und Steel alleine, aber QK Mantis platzt auch durch und jetzt Runde Nummer 3. 8-7, ein Riesen-Comeback für Faculty, das ist das einzige Wunder, was ihnen jetzt noch helfen kann. Wenn sie die Runde wieder verlieren, dann sind die wieder weg vom Money her und das wäre nicht gut. Zum zweiten Mal. Okay, dann mal los. Sie brauchen das kleine Wunder, vielleicht auch das große Wunder jetzt hier in Counter-Strike Source. Um diese Halbzeit noch zu einer positiveren zu machen und dann in der zweiten Hälfte das beste Spiel ihres Lebens abliefern zu können. Benny macht aber jetzt wieder First Frag. Nuki geht gucken, Tür ist auch raus. Oh, diesmal steht Faculty! Diesmal halten sie es und kein einziger fällt hier im Team von Faculty. Ja, starke Runde von Benny, macht sofort den Frag gegen Steel in der Mitte. Dann dreht er sich zur Tür, kann beide Frags machen, was eigentlich auch nicht passieren darf. Alles klar. So, noch 3 Runden. Noch 3. Dreimal noch gut stehen. Dreimal noch dagegenhalten. 8-7. Es wäre eine Bombenhalbzeit. Mit diesem Comeback. Asmo ist er jetzt drauf. Wieder muss Tesla jetzt sicher stehen. Wieder muss er es halten. Gegen 3. Wählt sich da wieder die Posi. Sieht er. 1, 2, HE kommt. Flash kommt. Ja, und er ist nicht blind, kann jetzt da reinhalten, kann reinhalten, kriegt 2. Den dritten hat er auch noch gesehen, wartet, schmeißt nochmal was. Smoke dann nochmal hinterher, Flash kommt. Und jetzt schießt er nochmal, hat er Hits gemacht, aber er geht weg. Und jetzt kommt Steh dazu. Und es ist nur noch Ozi. Und Ozi fällt. Und wieder überleben alle Spieler von Faculty. Wieder fällt dort keiner. 2 Runden noch. Das Comeback läuft von Faculty. Jetzt haben sie wahrscheinlich auch so ein kleines Momentum wieder, weil 2 flawless Runden ist schon sehr, sehr schwer. Und wenn sie das hier in die nächste Halbzeit mitnehmen könnten, dann ist hier doch wieder alles offen. Vielleicht sehen wir dann doch eine Overtime noch hier im Finale. Ich glaube, das würden meine Nerven nicht aushalten. Herzschlag-Finale. Disruptor, jetzt geht's unten lang. Gegen 3 muss er gleich stehen. Wenn er das halten kann. HE kommt gut.
Die macht aber den Frag in die Mitte. Aber egal, Asmo ist noch da. Drop doch nicht alles verwerfen gleich. Keiner macht direkt den Go-Dot. Ja. Und jetzt geht's rüber. Sind schon auf Spot drauf, werden jetzt U wieder reinrennen. Aber steh auch schon da. Von hinten. Oh, aber dann mal nur auf den einen konzentriert. Nicht gecheckt, ob noch mehr auf Spot ist. Steel und diese Runde geht jetzt. Frag. Diese Runde muss jetzt an MTV gehen. Tesla alleine gegen 3, glaube ich. Nee, gegen 5. Ja, wenn er die Runde holt, nein. Ticket nach Bangkok. Ja, Bombe liegt ja schon, also. Kann das holen. Einzige Ziel ist, die Waffe da mitzunehmen. Aber Figgy, die kann es auch egal sein. Die haben so viel Kohle jetzt. 2 Runden ohne Verlust gestorben. Aber eben. Aber ich glaube sogar, die hatten Teil-Ego, weil S-Raven hatte nur eine Diege. Und hat aber dann Dizzy holen können im U. Aber Steel auch wieder mit 2 AK-Frags, hat inzwischen 24-8 Stats. Der zweite von MTV mit Osiris Smash mit 12. Los, los, los! Okay, los. Letzte Runde dieser ersten Halbzeit. 9-6, 10-5. Ein 9-6 war es auf Inferno. Ein 10-5 war es auf das 2. Asmo aber diesmal zweimal erfolgreich in der Mitte. Benny auch wieder kurz. Osi warte wieder lange im Schacht, muss er die Bombe irgendwo holen in der Mitte. Und RDL über unten. Die sie diesmal außen stehend. Osi macht aber den Frag im Schachtgang. Er weiß, dass Asmo da noch steht. Ja. RDL versucht jetzt über Tür da zu kommen und ihm zu helfen wahrscheinlich. Ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen. Aber Benny steht da auch schon wieder. Ja. Mantis erwartet es, fällt aber. RDL ist drauf, Osi auch. Tour und Tour jetzt. Dizzy allein am Spot. Bei RDL ist. Macht den ersten. Zweiten. Zeit rausholen, Osi, Junge. Osi macht aber den Frag. Osi, 101. Bombe, kann er planten. Weiß nicht, wo Tesla kommt. Und Tesla eigentlich mit einem guten Laufweg. Osi. Osi kommt weg. Na, Tesla dürfte es aber gehört haben. Aber was wir die Runde holen, das war Tour und 5. 10, 5 oder 9, 6. Und Osi macht den Kill. Tesla hat nicht weiter rumgeschaut, sondern nur kurz reingecheckt, reingespottet, sieht nichts. Also 10 zu 5 der Halbzeitstand. Und diesmal für MTW. Das erste Mal für MTW, dass sie in Führung sind. Wenn diese Runde jetzt deckelt, die das Genick bricht, weil das waren Tour und 5. Und dann sind 2, 3 Frags auf. Das. Ja. Keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Machen wir uns nichts vor. Faculty hat auf der ersten Map 9-6 geführt. Auf der zweiten Map 10-5 geführt. Jetzt führt MTV mit 10-5. Haben 3 Pistols geholt. Faculty mit 2 Pistols. Also bei Faculty muss jetzt wirklich ein Wunder her, um dieses Game hier drehen zu können. Oder 11 Runden braucht man. Einfach die Pistol. Die Pistol ist so wichtig. Ja, die Pistol, davon brauchen wir gar nicht reden. Die Pistol so oder so. 11 Runden braucht Faculty zum Titel. So, jetzt einfach kühlen Kopf bewahren. MTW braucht 6. 7. Ah ne, 6 Runden, das stimmt. Ja. Und widersprich mir nicht. Tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Es geht los, Freunde der Sonne. Die letzte Halbzeit, die letzten regulären 15 Runden. Es geht los. Faculty gegen MTW. MTW nun auf der CD-Seite. Hat Faculty genug vorbereitet? Und MTW erwartet direkt einen B-Go. Straven und Osi pushen da direkt rein. Keine Smoke, direkt First Frag für MTW, für Straven. Auch noch low geschossen. Osi hat aber auch Damage bekommen. Aber nicht so viel, 55. Benny macht aber den Frag. Gegen Nuki und er war wichtig, weil jetzt ist auf A keiner mehr. Sie müssen rüberschieben. Faculty versucht in der Mitte ein bisschen den Contact zu suchen. Mantis auch low mit 29. Oh. Hey, komm, Mantis mit dem Frag. Steel kriegt auch direkt einen Headshot von Asmo. Raven lebt noch und Osi. Sind aber alle sehr angeschlagen. Alle angeschlagen. Alle Malle. Und Osi ist da, wird aber gesehen. Osi kriegt noch einen im Mitlauf und rückwärts durch die Smoke durch. Straven ist noch weit alle weg. Alle angeschlagen. Osi auch. Bombe wurde gelegt. Bombplan ist da. Zumindest kann Faculty hier in der Runde 3 kaufen. Oder sie holen jetzt die Pistol. Osi, Straven versuchen da zusammenzuarbeiten.
Benny Mantis macht den ersten. Geht in Deckung. HE kommt und die wird. Oh, 16 AP. Glück gehabt, dass er da so weit weg war. Asmo jetzt von beiden Seiten. Oh, sie wird angegangen. 7 AP und er fällt. Und es ist die Runde für Faculty. Die Pistol geht an das Kölner Team. Und ganz starke Pistol hier von QK Mantis. Und Asmo ebenfalls mit 2 Frags da gewesen. Ja, Pistol Statistik 3-3, ne? 3-3 wie gestern. Ja, aber das war noch eine knappe Runde, also. Absolut. Alle da low gewesen, also das hätte auch anders ausgehen können. Ja. Ob Olo Osi da noch einen aus dem Spiel nehmen konnte. Im 3-on-2. So, und jetzt geht's schnell gegen Nuki alleine am B-Spot. Aber guckst dir an, MTW ganz schnell hier offensiv gegangen, ganz schnell alles gespottet und jetzt sind gleich alle von MTW am Spot. Jetzt muss Faculty hier wirklich aufpassen, dass man diese Runde nicht abgibt. Tester mit dem First Pack, Nuki kriegt da die Hits, Nuki, 1 AP noch. Nuki, immer noch nicht gefallen, kriegt noch einen Kill. Nuki, jetzt ist er down und Osi last man standing. Das ist die Runde. Faculty verliert nur einen Mann, nur Tesla Trooper. 2-0 ist da. Und jetzt hier müssen sie alle Runden holen. Was für ein Spiel. Und jetzt darf hier wirklich in diesem letzten, auf dieser letzten Map, in diesem Finale, da darf kein Fehler mehr passieren bei Faculty. Zu viel ist da passiert. Und MTW spekuliert auf einen Spot. Ja. Faculty schiebt wieder komplett schnell auf B. Hier wieder was Schnelles. Mantis deckt von T-Base nach hinten ab. Kommt jetzt dazu. Faculty lässt sich wieder viel Zeit mit dem Spot einnehmen. Haben Angst, dass da was ist. Nur Steel ist da relativ nah bei ihnen. Ja, aber jetzt werden die auch merken, dass da nichts über groß aufgebaut wird. Alle Spieler von Faculty jetzt am Spot. Ja. Und MTW möchte da versuchen, noch ein paar Waffen zu ziehen. Einen großen Retake werden sie sehr wahrscheinlich nicht spielen. Oh, Faculty hat Angst vor einem Ninja-Defuse. Genauso RDL, der hinter ihnen wartet, vielleicht dann noch ein, zwei Waffen holen kann. Und MTW wird sehr spät auf den Spot ziehen, um dann Faculty da lange am Spot zu halten, damit es da noch vielleicht die Bombe rechtzeitig hochgeht. Und jetzt aber kein Go mehr. Und Nuki, der Einzige, der überlebt, aber gute Runde von Faculty, wieder souverän gestanden, 3-0 und overall 18 aus Sicht von Faculty. Jetzt noch ein paar gute Runden hinterher spielen, dann ist man da schnell wieder dran, dann hat man das 10-10, vielleicht sogar die Führung. Aber nun Steel mit AWP und jetzt schauen wir mal, was er damit anrichten kann. Ja. Obwohl Asmo die Bank-Posi weiß. Beide low. Steel, 33 AP. Osi aber Asmo erfolgreich gegen Tesla Trooper. Ist aber auch low. Ja, und Faculty weiß, dass Osi und Steffen hier, das Raven, immer wieder den B zusammenspielen. Vielleicht ist das die Lücke, die man da finden will. Den Weg, den man gehen will. Nuki, RDL pushen jetzt U off. Um da auch sehr früh die Infos zu haben. Aber auch wieder 2 CT sehr gut angeschlagen. Aber auch bei den Terrors. Das Raven mit 100. Ersten. Nicht getroffen. Kann aber ansagen. Und RDL von hinten, erwischt der Asmo, damit hat er nicht gerechnet. Mantis aber mit dem Frag am A gewesen. Trotzdem wissen sie, dass es ein Fake ist und RDL kommt jetzt von der Seite. Wieder nicht drauf geachtet von QK Mantis. Disruptor, wichtiger Kill. Osi steht aber auch noch und nochmal Dizzy. Steel verschießt den und dann aber mit der USP geklärt. Und es ist die First Round für MTW, die erste Equip, die sie hier holen. 5 Runden für MTW. Zum Titel des deutschen Meisters. Ja. 11 Runden. So, und jetzt aber auch wieder in Hand von Faculty, wenn sie es holen. MTW Moneybroke. Ganz schnell bist du bei der 10. Runde, da ist, trennt dich nur noch eine. Osi Straven. Immer wieder zusammen. Mantis versucht es nun mal über unten Richtung A-Spot. Osi. Osi macht da denn gibt's das? Keine Smoke, wird da geworfen. Und trotzdem steht er da ohne Probleme. 14 AP noch bei ihm. Straven. Wann gibt's den Go dort?
Asmo wartet diesmal sehr weit hinten. UK Mantis. Jetzt diesmal. Ose wird aber geholt. Ja, 14er P ist Raven noch am Spot. UK Mantis macht wieder den Kill am anderen Spot, am A. Nuki muss da bleiben. Aber Steel und Raven übernehmen jetzt hier den B. Nuki holt den aber. Ja, aber und jetzt müssen sie den Go raufmachen. Ja. Raven, Posi. Gut, kann er 1-2 machen. Und jetzt aber geflecht worden. Raven schiebt rein. Ui. Oh, oh. Steh kann ihm aber da helfen, dem Asmo. Wahnsinn, und Leben ihm steht da. Und jetzt macht Steh. Meine Güte. Haben die hier die Luft? Und Asmo mit dem Nate-Kill. Meine Güte, da steht er neben ihm und sieht ihn nicht. Ja, aber Asmo hat da auch verschossen. Ja, zweimal verschossen. Ja, aber jetzt natürlich MTW Money Broke. 9-11. Faculty mit der großen Möglichkeit, hier ebenfalls zweistellig zu kommen. Die 10. Runde klar zu machen. Und Faculty kann sich da jetzt Stück für Stück ranarbeiten. NTW umgestellt. Stehen jetzt zu viert hier in dieser Eco am B. Wissen, dass Faculty da immer gerne rangeht. Er immer gerne den B versucht einzunehmen. Und Tesla, Dizzy, die beiden Brüder, versuchen jetzt zusammen den Go zu machen. Steh kommt dazu. Asmo und Mantis weiterhin sehr defensiv am Abdecken. Geht in Deckung. Das dürfen sie dann nicht in die Falle laufen. Geht in Deckung. Oh, jetzt wird erstmal Rutsche versucht einzunehmen. Geht in Deckung. Oh, es geht direkt zurück. Man will gegen. Ah, das ist auch die bessere Alternative. Nur ja. Steel wartet dort. Nuki schiebt. RDL schieben. Straven schieben. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Jetzt natürlich zu erwarten, wenn da die ganze Zeit nichts kommt. Aber Steel an der Posi. Vielleicht kann er da 1-2 machen. Geht in Deckung. Hat natürlich eine sehr gute Posi eigentlich. Ja, die denken alle, dass er da am B ist. So, kriegt die Waffe, Bombe ist down. Und Steel, wenn er lebt, ist immer gefährlich. Und da ist der Nächste. Jetzt down. Straven fällt, dann Nuki mit dem Kill in der Mitte. Also noch ist die Runde noch lange nicht geholt. RDL kriegt den nächsten Kill. Und Dizzy wieder alleine. Gegen 3 und er fällt. Und es ist die Runde für MTW. Die hier wieder mal eine Eco holen. Und vielleicht ist es wieder dieser Genickbruch. Aber das kann halt nicht passieren eigentlich. Faculty. Die haben noch den richtigen Riecher gehabt. Ich meine, MTW hat auf dem B gestackt, dann sind sie rüber verschoben. Und wieder ist es Steel, der da alles verhindert. Ja, zwei Frags, zwei sehr wichtige Frags gemacht. Oh mein Gott. Obwohl das waren die zwei wichtigsten Frags. Die Bombe ist down, da kommt dann eine Waffe, kann ins U reingehen, macht den nächsten Kill. Ja, und dann ist da wieder viel Zeit verstrichen, der Rest kann wieder zurückschieben. So, Sparrunde bei Faculty. Auch das kann man natürlich nicht verhindern, wenn man so spielt. Aber Tesla Trooper direkt drauf. Schneller plant jetzt, schneller plant. Nicht viel Zeit vergeuden. Asray macht aber den HE-Frag in die Grube. Aber egal, die Bombe liegt. Jetzt wieder Zeit rausholen. Gegenflächen, Gegenflächen, Gegenflächen. Tesla, geht er durch die Smoke raus? Er geht entgegen, er geht entgegen. Richtigen Laufweg. Hat er. Ja, aber dann erwartet. Bombe kann defused werden. Und Steh wird auch nicht mehr viel anrichten können. So ist es. MTW mit der Runde 3. 13. Runde auf dem Konto. Und Faculty immer noch einstellig. Immer noch 9 Runden auf dem Konto. Und jetzt darf hier nichts mehr passieren. Aus Sicht von Faculty. Eine Runde hat man noch gut, die man abgeben kann. Aber das ist die Kopfkiller-Runde. Okay, dann mal los. So, jetzt 6 Runden in Folge für Faculty. Was wäre das für ein Match? 7 Runden, meinst du? Nö, 6, dann ist 15, ne? Achso, okay. Geht in Deckung. Was dann passiert, ist mir egal. Geht in Deckung. So, Ozi, erstmal wieder allein am Fighten. Straven, der am Anfang immer ein bisschen mit Mitte und Schacht supportet. Ozi alleine, wird noch nicht angegangen, sieht jetzt aber oben. Mit dem Move von ihm vielleicht gegen. Und ja, Steel auch schon sofort da. Straven mit dabei. Ah.
Fällt, aber Stil wieder mit der Arme erfolgreich. Also, das ist ein Teufelskerl, Leute. Entscheidet hier wirklich viele Runden durch seine Fricks. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Faculty, 50 Sekunden noch auf der Uhr. Nehmen jetzt wieder ein bisschen Tempo raus. Stil und RDL. Ja, Benny kann aber den 3 gegen 2, jetzt noch 3 gegen 1. Nur noch RDL. Alle low. Bombe noch nicht geplantet, die liegt immer noch down. Zack, RDL mit dem ersten. Und dann von oben Aswo mit der AWE erfolgreich. Und das ist Runde Nummer 10. Und die beiden Dölger-Brüder diskutieren da gerade. Sieht nicht glücklich aus in ihren Gesichtern. Auch das muss jetzt passieren, dass da wieder ein bisschen die Freude zurückkommt ins Spiel. Sich gegenseitig motivieren, pushen. Bei MTW ist man noch relativ locker unterwegs. Geht in Deckung. 7 Runden noch zu spielen. Reguläre Spielzeit. Oh, Stil wieder. Wieder erfolgreich. Gerade weggeswitcht, aber guter Frack gegen Tesla. RDL hat jetzt auch eingesehen. Flasht jetzt auch gegen MU. So, nochmal eine verzögerte Flash. Das ist gut. Nicht gleich beide da schnell reinhauen, weil man da ein bisschen tilt ist im Kopf. Mantis. Oh, gerade auf Nate geswitcht. Aber diese kann ihn da machen. Luki fällt, wichtiger Kill von Mantis. Und jetzt haben sie es in der Hand. Ozis, Raven, Steel, auch alle gleich da am Spot. Dizzy aber ganz low. Dizzy ist low, ja, aber Bombe ist geplantet. Und jetzt vielleicht mit viel Equipment das nach und nach holen. Jetzt müssen sie oben aufpassen. Dizzy schiebt da weg, Ozi. Oh, Steel wieder mit dem Frag. Und Mantis fällt. Disruptor. Kann das jetzt machen? Nein, er fällt ebenfalls. Steh last. Steh fällt. Und es ist die Runde. Und es ist wieder Steel gewesen. Diese ausgebuffte Sau regelt hier komplett für MTW. Und es ist die Runde Nummer 14 für MTW. Ja, und was kann Faculty jetzt noch machen? Sie haben die Bombe gelegt. Das ist Geld. Das bedeutet, dass sie kaufen können. Aber da sehen wir schon Galöll und alles. Viel Geld ist nicht vorhanden. Okay, los geht's. Ja, aber sie spielen auf Sieg. Sie wollen nicht sich mit dem Unentschieden oder Overtime zufrieden geben. Warum auch? Es ist doch auch Quatsch. So, und MTW geht direkt zu dritt den B-Spot decken. Ja. Disruptor blind. Faculty, also Disruptor und Deathraven schon low. Oh, da nimmt man sich fast wieder selbst entdeckt. Steel mit AWE geht wieder vor. Und der Mann ist heute eine Bank für MTW. 3 großartige Maps von ihm. Da jetzt mal einen verschossen. Das ist die Seltenheit bei ihm. Raven mit der HE. Und jetzt versucht Faculty mal über einen Split das Ganze zu entscheiden. Mantis da schon durchfällt, aber... Und Nuki jetzt hinter Aspo. Aspo wurde auch gesehen. Nochmal Ozi erfolgreich. Tesla. Ja, Steel, close distance. Und Steel! Es ist wieder seine Runde! Wieder Steel! Mit 3 Kills dabei! Ja, und wieder, wenn man aufs Scoreboard guckt, wieder eher am Regeln. 14-6 Stats und es ist. Ja, die Möglichkeit für MTW den Titel zu holen, die deutsche Meisterschaft klar zu machen. 5 Matchbälle. Eine einzige Runde brauchen sie noch. Faculty, ist man jetzt kaputt im Kopf? Muss man das abgeben oder können sie das nochmal drehen? Können sie 5 Runden in Folge holen und eine Overtime holen? Es ist ganz, ganz schwer, vor allem, weil sie jetzt hier nicht top equipped sind. 5 Runden. Und 2 Faculty-Spieler schon sehr, sehr low. Und wann kommt der Move? Ozi. 2. Oh, Straven mit der Doppel-Nate. Jetzt müsste der Go kommen. Ozi. Schiebt langsam rein. Asmo fragt Steel, aber in der Mitte. Steh, warte noch. Außerhalb. Ja. Aber Ozi macht zu den Sack. Jetzt fackelt er da nicht eine gute Position. Steh macht den gegen Ozi. Straven da blind von der Fläche von Asmo. Aber sie haben gute Positionen, Faculty. Sie haben gute Positionen. Die
Oh, Asmo fällt. So, Steh und Mantis. 2 gegen 3. Mantis macht den ersten. Slaven fällt. So, und jetzt ist auch diese Position bekannt. Steh zu readen ist nicht allzu schwer. Bombe Plant kommt. Nuki und RDL. Beide international erfolgreich. Da wird der T gesehen. HE kommt. Die tut weh. Und Straven fällt. Und Mantis ist Last Man Standing. Macht es. 1-on-2. Oder ist es der Sieg für MTV? Und es ist. Es ist der Frank. Es ist der Diffuse. Und es ist der Titel. Deutscher Meister ist MTV. Und Faculty muss sich da geschlagen geben. In einem 3-Mapper. In einem ganz großartigen Kampf. Und Faculty hatte es selbst in der Hand. Die hätten das 2 den Sack zumachen können. Die hätten das 2 gewinnen können. Und hier sehen wir den neuen deutschen Meister, den letzten deutschen Meister in der Geschichte von Counter-Strike Source in der ESL Pro Series. Und MTV damit mit ihrem 5. Titel ziehen gleich mit Alternate ebenfalls 5 Titel. Und in Faculty, es ist ein Titel bei ihnen, aber der ist lange her. Sie hatten es hier in der Hand. Sie hätten ihr deutscher Meister werden können. Sie hätten das Finale mit einem 2-0 dicht machen können auf der Map Das 2. 14-7 geführt. Und dann kam MTV zurück. 16-14 gedreht. Und dann hat man dieses Ruder nicht mehr rumreißen können auf dieser dritten und entscheidenden Map. Zu viel passiert. Wir sagen Danke, wir sagen Tschüss. Hier von dieser letzten Counter-Strike Source Season. Danke, Solek, für deinen Job als Co-Mod. Kein Problem. Und wir geben zurück zu Lück. Nein, Melli ist ihr Name. Macht's gut, Nachbarn.